Das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist es aus meiner Erfahrung, dass der einzelne Partner sich um seine Zufriedenheit selber kümmert, dass es ihm gelingt, sich in gehobene Gestimmtheit zu bringen, die Gesetze des Lebens zu akzeptieren und nicht dagegen zu sein, auch mit seinen Schwächen liebevoll umgeht und bereit ist, aber auch noch was zu lernen. Das Geheimnis ist, dass ich nicht den anderen versuche zu entwickeln, sondern dass ich bei mir anfange und dass ich mehr Toleranz einübe und mehr Empathie für den anderen und dass ich darüber den anderen verändere. Weil wenn ich sehr liebevoll mit dem anderen bin, dann löse ich ja im anderen auch das aus, was in ihm auch an Stärke angelegt ist. Natürlich könnte man sagen, wenn Liebe eine Geisteshaltung ist, dann kann ich ja jeden heiraten. Nein, also das möchte ich von Ihnen nicht verlangen. Ich glaube, die Verliebtheit am Anfang ist schon sehr wichtig. Ja? Nur, dass man sich dann weiterentwickelt und die Verliebtheit dann zur Liebe werden lässt. Das ist das Wichtige. Es gibt ja viele Definitionen von Liebe. Ja, mir fällt so auch ein anderes Wort mit L ein, loslassen. Loslassen, nicht? Also loslassen von dem, wie der andere zu sein hat. Zur Liebe gehört wohl auch Verständnis und Empathie. Und dann sagen ja einige auch noch, man kann das gar nicht so beschreiben. Ja, ist auch okay, aber ich neige dazu, die Liebe als eine Haltung zu beschreiben, als eine bewusste Haltung, den anderen in seinem So-Sein zu sehen, zu akzeptieren und auch ungünstiges Verhalten jetzt nicht zu verfolgen, sondern sich eher auf das zu konzentrieren, was der andere kann und welche Stärken er hat. Und dann werden die Schwächen meistens etwas weniger. Ja, es gibt Menschen, die sich immer wieder beschweren, komisch, also ich lerne immer die falschen Männer kennen. Nun gibt es ein Gesetz der Psychologie, das Resonanzgesetz, dass man sagt, man begegnet immer dem, was man in sich hat. Wenn man in sich viel Angst hat, dann sucht man sich vielleicht erstmal einen mutigen Partner, der aber gar nicht zu einem passt. Oder wenn man von sich selber ablenken will, weil man selber Probleme hat, sucht man sich eher Menschen, die auch sehr problembeladen sind. Und dann kann man denen ja auch helfen. Und dann ist man auch ein guter Mensch und man versucht, die zu retten, anstatt sich selber zu retten. Also deshalb, ich würde mich aus dieser Opferhaltung befreien und mich nicht damit beladen, dass ich immer Pech habe und dass ich immer irgendwo die Falschen suche, sondern ich würde mich fragen, was zieht mich denn an? Was ist denn mein Problem? Was brauche ich auch vom anderen? Und das heißt ja nicht immer, dass ich glücklich bin. Also deshalb immer wieder der Tipp, es gibt nicht die falschen Partner, sondern man sucht sie sich aus. Und es ist natürlich gut, auch wenn Sie merken, wenn ich mich entwickle, lerne ich auch andere Leute kennen. Wenn ich mich entwickle, lerne ich andere Menschen kennen und dadurch habe ich dann die Macht, wen ich kennenlerne. Natürlich fragen mich manche, ja, passt jetzt der Partner zu mir oder was meinen Sie denn als Psychologe? Also da würde ich keinen Ratschlag geben, da will ich mich nicht einmischen. Ich glaube, in der Verliebtheit kann man das nicht so sehr jetzt feststellen, ob der wirklich der Partner zu mir passt. In der Verliebtheit, da sagt man ja auch, da ist alles wie rosarot, da will man nur Geborgenheit, eins sein. Die Verliebtheit hat ja auch viel was damit zu tun, mit dieser Sehnsucht zurück in die Geborgenheit, zurück in Mamas Bauch. Nur es ist wichtig, dass man irgendwie akzeptiert, dass man da nie mehr in diese Geborgenheit kommt und dass man die Liebe nicht überfrachtet mit dieser Sehnsucht, ich bin dann ewig wieder geborgen. Wenn man mich fragt, was ist die Ehe, dann würde ich sagen, es ist erstmal ein Wort. Ich sage lieber, es
leben zwei strahlende Sterne zusammen. Ich habe mir mal angewöhnt, die Menschen als strahlende Sterne zu beschreiben, weil alles ist ja letztendlich Energie. Und deshalb das Wort Ehe ist eher hinderlich für zwei strahlende Sterne, die sich mögen und die zusammenleben wollen. Deshalb würde ich Ehe gar nicht definieren wollen, sondern eher den Ratschlag geben, konzentrieren Sie sich auf Ihre Beziehung und lassen Sie das Wort Ehe draußen, weil das führt zu vielen Missverständnissen. Ich bin ein Unterstützer der Ehe. Der Mensch ist ein soziales Wesen, er braucht Geborgenheit und es ist auch schön, die Kinder zu haben und zu sehen, wie die sich entwickeln. Also ich würde jetzt nicht sagen, heiratet nicht. Ich würde nur raten mit einem anderen Bewusstsein. Ja, dass man nicht wie ein Kind heiratet mit vielen Illusionen. Wir hören ja immer so in den Schlagern, seitdem ich dich habe, bin ich ganz, seitdem du weg bist, bin ich wieder halb. Das ist eher so eine Kindersehnsucht. Aber wenn sich zwei Erwachsene heiraten, die Respekt haben, auch vor der Einzigartigkeit des anderen, dann ist die Ehe ja auch ja, ein Trainingsfeld und der Selbstentwickler hat sich ja entschieden, am Leben zu wachsen. So kann er natürlich auch seinen Partner als Coach ansehen. Warum habe ich den wohl kennengelernt? Was ist meine Lektion? Was muss ich wohl lernen? Und dann ist der Partner nicht, wie mir einer gesagt hat, mein Partner ist mein Sargnagel, sondern ist mein Partner wirklich ein Coach für mich, die Möglichkeit, mich zu entwickeln. Und das ist für mich wichtiger als das Wort Ehe. Wenn man die häufigsten Konfliktthemen anschaut, dann ist es die enttäuschte Erwartung, die verschiedenen Definitionen, dass man verschiedene Werte hat und über Erziehung, über Geld, über Liebe, über Sexualität, über Gott und dass man permanent streitet, weil man verschiedene Werte hat. Dann geht es neben der Sexualität, die auch häufig ein Konfliktthema ist, auch dann um Geld oder um Kindererziehung. Das sind so die drei Dinge, die ja Konflikte auslösen. Sexualität ist eine schöne Sache. Sie wird nur ja zu sehr eingebunden in eine Ehe. Ich meine, dass Sexualität Sexualität ist und Ehe ist Ehe und Liebe ist Liebe. Und wenn man nicht aufpasst, dann denkt man, Sexualität ist Ehe und Liebe ist alles ist gleich. Aber die Sexualität hat ja auch viele biologischen Variablen, Hormone und so weiter. Und natürlich auch irgendwann kommt mal was und geht was. Also ich meine, dass die Sexualität für eine gelingende Beziehung nicht unbedingt das Wichtigste ist. Es ist gut, wenn man gerne miteinander schläft. Sondern das Wichtigste für eine gelingende Beziehung ist, dass man aufpasst, das Seelenband nicht zu zerreißen zu lassen, dass man plötzlich sich fremd ist, sondern dass man immer den anderen spürt und dass man bei ihm ist. Ich glaube, die Geborgenheit und die Wärme und das Verständnis ist wichtiger als die Sexualität. Ich habe meine Frau bei einer Praktikantin von mir, die ein Faschingsfest gemacht hat, privates Faschingsfest. Das war ungefähr 1975, da ist sie mir aufgefallen und es ist wirklich ganz selten, dass ich sage, wer ist denn das da? Ich habe dann gleich die Gastgeberin gefragt, wer ist denn diese Frau, wie heißt die? Und dann hat sie mir gesagt, die ist Julia und dann bin ich spontan zu ihr hin und habe gesagt, grüß dich Julia. Die hat sich gewundert, dass ich ihren Namen kannte und habe gesagt, ich möchte gerne mit dir tanzen. Das war der Anfang. Ja, also eins meines großen Glücks ist wirklich meine Frau. Und unsere Beziehung, gut, man könnte sagen, vielleicht bin ich auch Profi und habe ein paar Dinge eingehalten. Also ich glaube, unser Geheimnis unserer sehr guten Ehe ist immer so die Nähe und Distanz, das Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz. Und dass wir das Credo haben, mehre die Freude deines Partners und dass jeder seine Welt hat und auch dann von seiner Welt erzählt. Und dass wir nicht zu eng sind und ich glaube, das ist das, was glaube ich, unsere Ehe lebendig hält. Wenn Sie privat
glücklich werden wollen und beruflich erfolgreich sein wollen, dann belegen Sie diesen Online-Kurs.